von meiner Kindheit an wollte ich mal in Kanada sein und das hat mich wundervoll empfangen. Ich habe ganz schöne Eindrücke gehabt. Ich bin glücklich. Die Begegnungen mit den Menschen sind immer spannend. Was ich überraschend fand, dass jetzt die neue Musik sowohl in den USA als auch in Kanada eher konservativ ist, was wir jetzt bei uns gar nicht als richtig neu bezeichnen würden. Dass man eine ganz komplett klassische Notation verwendet, kaum ausbricht aus diesem Schema von Ganz- und Halbtönen, vielleicht mal ein paar Vierteltöne, dass es ganz wenig neue Techniken dabei gibt. Für mich ist eigentlich egal, ob das nun unter das Etikett neue Musik passt oder nicht, sondern nur, ob die Musik eine Idee hat, die sich transportiert. Und da hatte ich Stücke, wo mir das weniger einleuchtend erschien und Stücke, wo es mir gut einleuchtend erschien. Und außerdem gibt es immer noch auch Stücke, die einfach nur Spaß machen, egal ob da Sinn ist oder nicht. Und auch davon hatten wir was im Gepäck. Für mich bleiben die Erinnerungen, ganz, ganz helle Erinnerungen, viel Luft, viel Licht. Und für mich bleibt auch das Stück von Daniel hängen. Also, weil es einfach wirklich, ich fand das sehr beeindruckend. Also, da muss ich einfach mal Walter ein Riesenlob aussprechen oder also Wertschätzung. Der schafft es, dass man die Stücke um der Stücke willen wirklich aufführt. Also das schafft Walter immer. Wo immer man musiziert, dann geht es um das gute Musizieren und das reißt einen mit und dann ist es toll.